Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen in Südtirol. Da unten ist Meran und ich mache hier oben eine Höhenwanderung. Mein Name ist Manuel Schönthaler und ich arbeite als Empowerment Coach, Mindset Mentor, Traumaheiler und oder Wanderschamane, ganz wie ja, dir es am liebsten ist. In diesem heutigen Video möchte ich über die verschiedenen Formen von Beziehungen sprechen, die wir führen können. Und im Wesentlichen gibt es drei bzw. vier verschiedene Formen von Beziehungen. Und dazu mag ich in diesem Impulsvideo mit dieser wunderschönen Aussicht, das ist kein Greenscreen, sondern ich stehe hier tatsächlich oben auf dem Berg, mag ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar sind es so Gedanken, die mir selber durch den Kopf gegangen sind, als ich hier auf dieser Wanderung war. Und zwar können wir im Wesentlichen eine unbewusste Beziehung führen oder eine bewusste Beziehung führen. Und innerhalb derer gibt es dann nochmal eine Unterscheidung zwischen einer gesunden und einer co-abhängigen bewussten oder unbewussten Beziehung. Jetzt musste ich gerade selber nochmal nachdenken, ob das jetzt überhaupt vier Formen sind, beziehungsweise ob das so zusammenpasst, was ich da gerade gesagt habe. Weil meine Impulse kommen ja immer komplett aus dem Moment mit meinem Wissen und dem, ja, was eben bei mir gerade so durchs System läuft, womit ich mich beschäftige. Und im Wesentlichen mag ich so ein bisschen drüber reflektieren, was eigentlich eine bewusste von einer unbewussten Beziehung unterscheidet. Und der Unterschied ist im Prinzip, ja, wie der Name schon sagt, die meisten von uns werden wahrscheinlich ja, unbewusste Beziehungen führen. Das heißt, sie wissen eigentlich, du weißt gar nicht, warum deine Beziehung eigentlich funktioniert oder nicht funktioniert, was sie zusammenhält oder was die Konflikte ausmacht. Aber irgendwie funktioniert es halt. Und eine bewusste Beziehung unterscheidet dahingehend eine Beziehung, in der zwei Menschen sich bewusst mit sich selbst und ja, den Beziehungsdynamiken auseinandersetzen. Das heißt, wo ein gewisser Grad an Bewusstsein darüber da ist, warum die Beziehung funktioniert, was sie zusammenhält. Das heißt, wie man ja, die Bedürfnisse in der Beziehung kommuniziert, befriedigt, sich abgrenzt. Und da gibt es natürlich dann ja, gesunde und ungesunde Formen. Die ungesunden Formen sind dann die sogenannten toxischen Beziehungen, die ja eben meist auch unbewusst ablaufen, deswegen empfinden wir sie als toxisch, weil dort Abhängigkeiten bestehen. Das heißt, diese Beziehung funktioniert deswegen, weil der eine ja die Bedürfnisse des anderen erfüllt oder versucht zu erfüllen, aber das Ganze passiert halt auf einer unbewussten Ebene. Das heißt, wir haben Beziehungsmuster in uns gespeichert, die durch unsere eigene Erziehung, durch unsere Kindheit und damit ja durch unser Bindungsverhalten geprägt sind. Und gerade wenn es toxisch ist, dann spielt da meist Bindungstrauma mit rein oder auch andere Traumaformen, möglicherweise auch ja, emotionaler oder körperlicher Missbrauch, wo Menschen dann Muster ausagieren in der Beziehung, um Sicherheit herzustellen, um die eigenen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen oder die Bedürfnisse des anderen zu befriedigen. Und wenn das unbewusst toxisch ist, führt es zwangsläufig dazu, dass diese Beziehung irgendwann auseinanderbricht, weil es irgendwann eskaliert, nämlich dann, wenn sich einer verändert und beginnt zu reflektieren, also einen gewissen Grad an Bewusstsein reinbringt, oder wenn es halt ja, eskaliert, das heißt, wenn immer mehr gefordert wird und der toxische Partner oder der toxischere Partner, muss man dazu sagen, sind immer beide toxisch, also beide bringen Beziehungsbindungsmuster mit, die dazu führen, dass eine Beziehung auf diese Art unbewusst toxisch ist. Und wenn das dann eskaliert, dann ja, sucht man die Schuld beim anderen und dann beginnt es hässlich zu werden. Es beginnen Abwertungen, es beginnen Psychospielchen wie Gaslighting oder ja, es beginnen auch Hasstiraden. Und sofern es dann nicht einer schafft auszusteigen, nämlich der gesündere Part oder der bewusstere Part, also der sich mit seinen Beziehungsmustern beschäftigt und irgendwie auch ja, versucht daraus zu lernen, wenn der es nicht schafft auszusteigen, dann wird das eine destruktive, toxische Beziehung.
Und sobald man aber sich Gedanken macht über diese Beziehungsmuster, dann kommt ein gewisser Grad an Bewusstheit oder Bewusstsein rein, weil mir bewusst wird, warum bestimmte Dinge so passieren, wie sie passieren. Und dann kann ich auch beginnen, daran zu arbeiten. Das heißt, ich kann dann mir Gedanken machen, okay, was tue ich denn jetzt, um die Bedürfnisse des anderen zu befriedigen? Was tut der andere, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Wo ist es funktional, wo ist es dysfunktional, also wo ist es ungesund und wo ist es gesund? Und dann kann ich beginnen, das in eine bewusste Beziehung zu transformieren. Und da können natürlich auch beide Partner reinwachsen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass es in solchen unbewusst toxischen Beziehungen eher schwierig ist, zu einer gesunden, bewussten Beziehung zu kommen. Denn in der Regel erfordert es mindestens einen Partner, der einen hohen Grad an Bewusstsein aufbringt und viele gesunde Beziehungsmuster mitbringt. Ich sage viele, man muss nicht alles gesund sein, man kann auch gemeinsam weiter wachsen. Aber solange man halt erwartet, dass der andere gewisse Teile kompensiert oder durch seine Muster eigene Bedürfnisse erfüllt, dann habe ich da halt doch noch diesen toxischen Grad dabei. Und dann kommt sowas wie eine Co-Abhängigkeit rein, weil die Beziehung dann nur hält, solange quasi jeder auf die Muster des anderen eingeht und damit sozusagen etwas tut, damit die Beziehung hält. Und dann gibt es natürlich noch, das wäre vielleicht so als Gegenpol, dann eben die co-abhängigen Beziehungen, die auch bewusst tatsächlich stattfinden können. Also es gibt nicht nur die bewussten, gesunden Beziehungen mit einem gewissen Grad an gesunden Mustern, sage ich jetzt mal, also wo Menschen wirklich reflektieren, wo Menschen gemeinsam wachsen, wo Menschen auch hinschauen, was tue ich jetzt, wie beeinflusse ich die Beziehung, wo verhalte ich mich gesund oder ungesund. Man kann sich natürlich auch zu einer co-abhängigen Beziehung einigen und damit hat man einen gewissen Bewusstheitsgrad in dieser co-abhängigen Beziehung. Das können dann BDSM, Master-Slave-Beziehungen sein, wo also einer den anderen dominiert. Und jeder quasi ein Stück der Verantwortung des anderen bewusst trägt. Bewusst zumindest im Sinne von, mir ist bewusst, dass ich dich dominiere oder dass du mich dominierst, dass ich also bestimmte Entscheidungen von dir abnehmen lasse oder bestimmte Entscheidungen für dich treffe. Und ich bin aber trotzdem überzeugt, dass viele von diesen Master-Slave-Beziehungen, dass die trotzdem unbewusst laufen, weil sich Menschen einreden, dass es halt eine Vorliebe wäre, es für sie halt so gesund funktionieren würde. Und letztlich kompensieren sie aber nur die jeweiligen Verhaltensmuster, wo der eine nicht in die Selbstverantwortung gehen kann und wo der andere quasi nicht loslassen kann, zu kontrollieren. Das heißt, das sind co-abhängige Beziehungen, die auch nur so lange funktionieren, wie sich beide Partner letztlich an diese Vereinbarung halten. Und letztlich ist es eine Externalisierung von einer Verantwortungsübernahme, einer Eigenverantwortungsübernahme oder einer Verantwortungsübernahme für den anderen, die dann quasi dem anderen übertragen wird. Also der unterwürfige Partner überträgt sozusagen die Verantwortung für sich, für seine Entscheidungen im Leben auf den dominanten Partner und muss dann für sich selbst diese Entscheidungen nicht treffen. Das muss jetzt nicht immer in diesen krassen Formen sein, das kann auch in normalen toxischen Beziehungen passieren, zum Beispiel mit narzisstischen und dependenten Partnern. Aber da passiert es meistens auf einer sehr unbewussten Ebene, weil der Narzisst selber ja sich gar nicht darüber bewusst ist, dass er, oder zumindest zu einem gewissen Teil nicht bewusst ist, dass er toxisch agiert. Denn er denkt ja, das ist die Art und Weise, wie er seine Bedürfnisse erfüllen kann. Und damit ist dann eben hier ein gewisser Grad von Unbewusstheit drin und damit ist auch dem dependenten Partner nicht möglich, seine Anteile an dieser Beziehung zu erkennen. Denn die trägt er ja auch mit rein, denn er gibt ja quasi dem Dominanten, in dem Fall dem narzisstischen Partner, die Verantwortung für sein Leben, für sein Wohlbefinden, für seine Bedürfniserfüllung und wundert sich aber dann, wenn er von dem narzisstischen Partner abgewertet wird
und all die anderen psychischen Mechanismen, die dann eben stattfinden. Das heißt, dann entsteht auch ein gewisser innerer Widerstand, weil derjenige merkt, das will ich eigentlich gar nicht. Also diese Ambivalenz wird dann sichtbar in dieser Beziehung und damit ist es dann wieder eine ungesunde, co-abhängige Beziehung. Also die wird irgendwann zerbrechen, die wird irgendwann eskalieren, die wird irgendwann entweder unschön auseinandergehen oder einer erwacht halt und schafft es, sich zu trennen. Das ist meistens dann der abhängige Partner, wenn der beginnt, seine Muster zu reflektieren. Und somit gibt es eben diese vier verschiedenen Formen. Also eine unbewusste Beziehung. Die beiden Partner wissen nicht, was die Beziehung zusammenhält oder warum sie so funktioniert oder warum sie so an bestimmten Stellen Herausforderungen mit sich bringt. Oder es gibt die bewusste Beziehung, wo sich Menschen damit auseinandersetzen, damit beschäftigen mit ihren Beziehungsmustern. Und innerhalb dessen, beider Varianten, gibt es dann eben noch die co-abhängige Form, wo eben der eine die Verantwortung für den anderen übernimmt und das eben in einer teilweise bewussten Entscheidung im Sinne von ich dominiere dich oder ich lasse mich dominieren oder eben der unbewussten Variante, wie beim Narzissten und Dependentenpartner, dass der eine halt seine Muster, sprich das Externalisieren, das Abwerten des anderen, das Unterdrücken und damit die inneren Anteile, die er nicht spürt, beim anderen eben bekämpft und der abhängige Partner das eben mit sich machen lässt. Und all diese Formen haben die wunderbare Chance zu wachsen. Das heißt, sie können sich entwickeln und können zu einer gesunden Beziehung werden. Das heißt, sobald sich Menschen damit beschäftigen, was macht eigentlich die eigene Beziehung aus? Wo werden meine Bedürfnisse gesund erfüllt? Wo möchte ich mich auch in Abhängigkeit begeben und wo möchte ich autonom sein? Wenn du mich verfolgst und meinen Kanal und meine Videos, dann weißt du, dass es bei mir ganz viel um gesunde Autonomieentwicklung geht. Das heißt, ich möchte Menschen wie dich dabei begleiten oder dir Impulse liefern, dich unterstützen, dass du eine gesunde Autonomie leben kannst. Und zur gesunden Autonomie gehört, dass ich mir erstmal bewusst bin, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse, was brauche ich denn überhaupt? Und dass ich mir auch bewusst werde, dass niemand anderes, kein Beziehungspartner, diese Bedürfnisse für mich erfüllen kann. Egal, ob ich jetzt mich in eine bewusst abhängige Beziehung begebe oder irgendeine andere Form. Ich kann immer nur gesund die Verantwortung für mich selber übernehmen. Und bei mir beginnt es dann. Wenn ich für mich gesund die Verantwortung übernehme, kann ich auch in eine Beziehung gehen, wo jemand anders gesund die Verantwortung für sich übernimmt. Und dann trifft man sich wieder in diesem Beziehungsraum in der Mitte, den wir gemeinsam kreieren. Das heißt, wo ich etwas reingebe, wo du etwas reingibst, wo wir uns treffen, wo wir gemeinsam kreieren. Aber wo quasi, wo niemand übergriffig wird und sagt, ich übernehme jetzt die Verantwortung für dich, du übernimmst jetzt die Verantwortung für mich oder ich gehe in deinen Raum und versuche da irgendwas zu verändern, du gehst in meinen Raum, sondern es passiert alles in der Mitte. Dort entsteht gesunde Beziehung, nirgends anders. Und dazu mag ich dich einladen, mit diesem Impulsvideo da mal drüber nachzudenken, was für Beziehungen du bisher geführt hast, was für eine Beziehung du gerne führen möchtest, wie viel Verantwortung du abgeben möchtest, wie viel Selbstverantwortung du zu dir zurückholen magst. Und wenn du dir dazu weitere Impulse wünschst, dann folge mir gerne auf diesem Kanal, hinterlasse mir ein Like, abonniere den Kanal, du weißt, wie das funktioniert. Und wenn du Kommentare, Gedanken dazu hast, dann nutze gerne die Kommentarfelder oder schick mir eine E-Mail an let's@justfuckingdo.it. Teile deine Geschichte gerne mit mir geh mit mir in Kontakt. Und wenn du das nützlich findest, dann fühle dich auch eingeladen, das Video mit Menschen zu teilen, die vielleicht in einer toxischen, abhängigen Beziehung stecken, aber nicht wissen, was falsch läuft. Ich habe auch einen Telegram-Kanal, t.me/justfuckingdoit. Dort teile ich auch immer wieder Impulse und dort ist auch der Austausch mit anderen Menschen möglich. Und wenn du das gut findest, was ich mache, mich unterstützen magst, weiter diesen Weg zu gehen, auch physisch, ich nehme euch ja immer wieder mit auf meine Reise, dann fühl dich eingeladen, mir einen virtuellen Kaffee auszugeben oder eine Mitgliedschaft abzuschließen auf buymeacoffee.com/jfdoit. Ich bin Manuel Schönthaler, Empowerment Coach, Mindset Mentor, Traumaheiler und Wanderschaman. Ich danke dir fürs Einschalten, dass du dabei bist. Und ich gehe jetzt weiter auf meiner Wanderung und verabschiede mich hier aus Südtirol. Ciao, ciao.